Hätte man von Anfang an sehen müssen, als man die Treppe runterging. Oh, einer hat jetzt da... Ah, okay. Ah, I see, I see, I see. Warum habe ich das Gefühl, dass das hier nicht leichter wird? Was sollen die Körperteile? Ich finde das echt unheimlich. Was ist das? Alter, sag mal, wie fett kann man denn sein? Spiel! Bitte! Ist das furchtbar? Was sollen die Körperteile? Ich finde das echt unheimlich. Du wiederholst dich. Geh mal zum Arzt. Oder... Ach du heilige Scheiße, hab ich mich jetzt erschrocken, Mensch, ey. Alter. Ancient Sabine Bas Reuf. Bitte was? Also antikes irgendwas Bas Reuf. Okay. Ach, das war die Lösung. Ja, schön. Danke. Sigillum Dai Amet am Amef. John D. Luna Sol. Sonne, Mond. Das weiß ich, ne? Luna, Mond, Sol, Sonne. Elementia. Hier. Elemente. Ignis ist Auge. Ignis? Ich meine, oder? Ach du Scheiße. Ja, ja, das muss am Ende das da hinten darstellen, ne? Sully, dein Feuerzeug. Klar, bitteschön. Toll. Was ist denn jetzt hier die Mission? Okay, so geht es nicht. Hä? Hä? Ich verstehe nur Bahnhof. Was? Ach so. Ja, okay. Ah, okay. Okay, okay, okay. I see. Ja, wir müssen mit dem Licht spielen. Oh, hallo? Ich lass stehen. Okay, das funktioniert auch nicht. Nein. Boni, Belohnung, Schätze. Nein. Silberner Anhänger in Kästchenform. Das ist ein Dreieck. Und da sind Piercings dran. Und sonst gar nichts. So. Ja, ja, es muss am Ende so aussehen, als würde dieser Mann ihn da erstechen oder ermorden. Hat das einen Begriff, wenn man jemanden ersticht? Ich meine, es gibt ja Ertränken, Erwürgen, Ersticken, hast du nicht gesehen. Ich meine, erstechen, ne? Erstochen. Er wurde erstochen. Nein, ich drücke mal die falsche Taste, Mensch. So geht es wohl auch nicht. Ich verstehe nicht ganz, warum drehen sich die Dinger denn? Warte. Ich glaube, ich muss diese Statuenteile am Wandgemälde ausrichten. Okay, das funktioniert auch nicht. Alles einen Sinn? Genau das hoffe ich. Das kann doch eigentlich nur irgendwas hier in der Ecke sein, oder? Ich meine, guck mal, ich könnte das Ding auch hier hinten hinstellen. So rein theoretisch. Aber das kann's, oder? Das kann's doch nicht sein. Obwohl, nee, nicht unbedingt. Hier hinten sind ja auch Beine, Köpfe und Oberkörper und hast du nicht gesehen. Guck mal da, die Hand. Wo ist denn hier die... Also wo bitte... Wie soll man... Das ist ja reines Ausprobieren, oder?
Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich probiere mal hier. Ist klar da unten? Ich glaube, ich muss diese Statue in Teile am Wandgemälde ausrichten. Okay, das funktioniert auch nicht. Da ist die Mitte. Guck mal, da ist ein Bein. Da ist ein Bein. Warte, ey. Och, Sound, hör auf. Ihr hört das gerade nicht, ist Windows-Sound. Tipp. Schließen Sie die Wandmalerei ab. Ja, ja, ich verstehe das schon, ich verstehe das schon. Aber das kann ja von überall sein. Warte, ich muss ja am besten einfach die ganze Zeit über durchgucken. Das Ding ist ja, diese Körperteile. Die geben ja Schatten ab, ne? Shadows. So geht es wohl auch nicht. Das ist ja reines Ausprobieren. Warte, vielleicht die goldene Mitte? Ja. Er richtet das Ding... Das funktioniert auch nicht. Er richtet das aber auch nicht aus, ne? Also, hallo? Ja, ja. Aber kann ich mir dann irgendwie anschauen, wie es am Ende aussehen würde? So geht es wohl auch nicht. Wenn er das jetzt noch einmal sagt, ne? Vielleicht ist es wieder simpler, als man denkt, ne? Gibt's hier vielleicht noch irgendeinen Tipp? MS Truth. Okay. Nee, keine Ahnung. Ich finde diesen Raum aber auch total verwirrend. Okay, wenn ich, das funktioniert auch nicht. Wenn ich ehrlich sein soll. Hallo. Es muss ja irgendwo sein, wo es auch einen Speer gibt, oder? Also ja. Das war Zufall. Das war mehr als Zufall. Ich weiß nicht mal, in welches Loch er es jetzt gesteckt hat. Warte, ich schau mir nochmal an, wo... Da vorne steckt da drin. Nee, ich stehe jetzt hier auf diesem Plateau. Da ist das Gemälde. Da, ungefähr. So, ich trinke mir mal ein Schlückchen, ne? Hey, die erste Tür ist offen. Sehr gut. Kommt. Alter. Das hat was von Pharaonen und Ägypten. Okay, ach Nate, hat Francis Drake jemals die verlorene Stadt gefunden? Glaube ich nicht. Sieht aus, als wäre er nur bis hier gekommen und hat dann umgedreht. Und hat seinen kleinen Umweg dann verheimlicht? Ja. Hast du dich schon mal gefragt, warum? Was meinst du? Ich weiß nicht. Alles hier kommt mir wie eine große Warnung vor, meine ich. Ja, vielleicht war es für ihn eine Niederlage und er fand's schade, nichts gefunden zu haben, ne? Und dann sagte er sich halt, ne? Oder dachte er sich halt, schwamm drüber. Da hat grad was. Hab ich.
Da brat mir doch einer einen Storch. Wow. Wie oben, so auch unten. Sully, das ist eine Art Sternenkarte. Das macht Sinn. Die Araber haben sich mit den Sternen in der Wüste orientiert, genau wie die Seefahrer auf dem Meer. Das stimmt. Man könnte doch mit diesen Sternkonstellationen die verschollene Stadt finden. Mit dem Sextanten, ja. Ich war nicht umsonst jahrelang in der Navy. Und ich dachte immer, du wolltest nur mit deiner Uniform angeben. Ach ja? Vergiss es. Hey, glaubst du, du kannst dir das merken? Ja, klar, aber wir sollten es abzeichnen, oder? Bitte, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Schaut euch das mal an. Wie überaus aufmunternd. Hört ihr das? Oh oh. Oh nein. Was ist das? Weg von den Wänden. Halt bloß die Fackel fest. Nein, Spinnen! Oh, Mist! Oh nein, nein. Oh Mann. Noch viel aggressiver. Oh, Mist, 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 Mist. Muss ich die anderen beiden auch schützen? Nein, ne? Ey, wie scheiße schnell die sind. Wir müssen hier rauskommen. Alter, wie scheiße schnell die sind. Lol. Opfer! Oh Mann. Noch viel aggressiver. Mann, das Licht macht ihm kaum etwas aus. Mit der Fackel. Ja, vielleicht sind die einfach resistenter. Die Schrotflinte. Mach ich! Wir müssen hier rauskommen. Okay, bleib nicht an mir dran. Hier, jump! Vorsichtig! Schießt mal ah. Rücken! Hinter dir, Junge! Schnell! Los, weiter! Die sind überall! Sully, schieß weiter! Meinst du, das bringt was? Das sind Tausende! Da-da-da-da! Wir müssen die Tür öffnen! Wie denn? Vielleicht kann ich die von drüben öffnen. Halte die Dame zurück! Was? Wie läuft's, Elena? Alles klar da hinten! Sonst kommt der Kugel! Moment, Junge! Sally, ich brauch sie jetzt! Ach du Scheiße! Nein, weg! 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 Los. Weg! Weg! Kann ich schon nach hinten? Oh oh. Ey, mir geht die Munition aus, Kollegen. Oh Mann. Ich hab langsam die Schnauze voll von diesen Viechern. Halt, ihr wusstet davon? Wann hattet ihr vor, mich zu warnen? Hey. Schaut mal. Die Welt täuschte dich nicht mit Schönheit. Es ist der Traum eines Träumers. Ein Trugbild der Wüste. Bevor der Becher des Todes dich tränke. Reizend. Alles auf Englisch. Ja. Ja, das war wohl Drake. Okay, okay. Jetzt nochmal im Klartext. Drake segelt tausende Meilen auf der Suche nach diesem Atlantis der Wüste. Und als er hier ist, bringt ihn das, was er findet, dazu, umzudrehen, zurückzusegeln und seine Expedition zu verheimlichen. Genau. Aber du. Du machst weiter, nicht wahr? Ja.
Und wofür? Den Schatz? Sully, auf dich hört er. Halt ihn bitte auf. Ja, Sully, bitte, halt mich fest. Ihr zwei habt sie doch nicht mehr alle. Elena, komm, wir machen doch nur Spaß. Hört zu. Ihr habt gewonnen, okay? Ihr habt sie geschlagen. Ihr wisst, wo die Stadt ist. Und Marlow nicht. Wieso reicht das nicht? Ich verstehe immer noch nicht genau, was wir jetzt haben. Wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ich meine, wir haben doch jetzt von hier aus nichts mitgenommen, oder? Oder bin ich jetzt doof? Falls man da im Hintergrund was blubbern hören sollte, ne? Ich habe mir noch mal einen Tee aufgesetzt. Sorry. Ja. In Deckung, hinterall! Oh, Deckung! Ich krieg den Schatz vielleicht doch noch. Ich kann überhaupt nichts sehen. Ja, meinst du ich? Ciao. Ciao. Oh Mist, Alter! Ey, du Bastardos! Ich kann nicht sehen! Sully, alles klar? Ja. Er verzieht sich nicht! Verdammt, ich sehe gar nichts! Ha, du Heilige! Ja, guck mal, wie er sich verpisst, der Affe! Nein. Tschüss! Friss deine eigene Scheiße! Arschloch. Ach, du heilige Maria Mutter Gottes. Nein! Nein, der hat auch so ein Ding. Wie ist das denn? Hallo? Ja, ich sehe aber genug. Alter, Zinnober. Oh. Alter, die haben mir gerade ordentlich mitgegeben. Scheiße. Ey, 4 Schüsse braucht der, ne? Krasse Scheiße. Hehehe. Ey, lass mal machen. Ciao. Nein. Oh, nicht wieder so ein Macho. Nein. Die haben gegen Waffen keine... Alter, Scheißendreck. Ja, du kriegst aber das Gelände durchgenommen. Oh, nicht. 1, 2. Ich dachte 2. Oh, nicht gut. Ey, da waren auch noch 3 Schüsse. Schusche. Ach so, abgehakt. Ah, oh Gott. Ja, aber welche ist denn stärker? Kommen da noch mehr? Hallo? Ihr müsst einen Ausweg finden. Und wie sollen wir das machen? Hier drüben, Nate. Ich helfe dir hoch. Ja, super. I get my treasure. Please. Guck mal. Ja. Vorsicht, Junge. Ja. Silberring mit Koralle. Oh, schön, dass ich... Oh, fühle ich mich gleich viel besser. Oh, toll. Ja, du, keine Ahnung.
Also wenn es nach mir ging, hätte ich die Leiter von vornherein runtergelassen. Oh Scheiße, warte mal. Okay, passt auf, ich schicke euch die Leiter runter. Ja, lol. Okay, aufgepasst. Geht klar. Warum nicht gleich so? Wie haben denn den Kram überhaupt gefunden? Die stolzieren doch hier gleich durch die Tür. Die haben doch Verstärkung gerufen. Gut. Danke. Gebt mir eure Waffe. Die könnt ihr nicht mit auf die Straße nehmen. Ach, richtig. So gern ich das würde. Okay, ich glaube, wir sind sicher. Kommt. Wir müssen von hier verschwinden. Bevor noch mehr. Ich will die Waffen wieder haben! Ich will die alle erschießen! Oh, ist doch nicht euer Ernst, ey. Ja, hallo, wie ist Kalabuschkala gewesen? Hallo! Da unten blinkt es. Na, nix. Doch, da unten blinkt es. Schau mal genau hin. Was ist das denn? Ich find's schön, dass die Schätze jetzt wirklich richtige 3D-Modelle sind. Und nicht einfach nur leuchten. Kette aus Amazonit und Bernstein. Schön.